Hi, hier ist Yannick vom Android-Spieleblog und ich möchte Ihnen heute das Spiel Subway Surfers vorstellen. In Subway Surfers steuern Sie einen Jungen, der die U-Bahnen der Stadt beschmiert hat und deswegen von den Polizisten nun verfolgt wird. Er muss diesen natürlich entkommen, so wie beispielsweise bei Temple Run der Protagonist den Affen entkommen muss. Das Gerät müssen Sie nicht kippen, Sie müssen einfach nur durchwischen, den Charakter nach links oder nach rechts eben bewegen. Dabei muss er sich teilweise ducken, manchmal muss er auch über Sachen drüber springen und eben völlig anders als bei Temple Run kann er hier auch auf bestimmte Sachen oben drauf laufen, also hier auf Züge natürlich, um so die Welt von oben zu erkunden, hier Münzen zu sammeln und vielleicht auch unten lauernden Gefahren auszuweichen. Natürlich gibt es auch wieder Gegenstände, die Ihnen helfen, wie zum Beispiel Magneten, den ich hier zum Beispiel gerade aufgesammelt habe. Da gibt es im weiteren Spielverlauf aber noch deutlich mehr. Also Sie müssen natürlich immer den fahrenden Zügen entkommen. Diese können teilweise auch direkt nacheinander auf den verschiedenen Bahnen auftauchen. Da muss man eben wirklich teilweise schon ziemlich schnell reagieren. Natürlich müssen Sie hier im Spiel auch Münzen aufsammeln, um diese anschließend wieder für irgendwelche Upgrades eintauschen zu können, um natürlich einen höheren Highscore zu erreichen. Oben diese mal 4 ist der Multiplikationsfaktor momentan bei mir. Im Spiel gibt es immer wieder Missionen, die Sie zu erfüllen haben. Dort bekommen Sie immer drei Missionen gestellt. Wenn Sie diese drei erfüllen, dann wird eben dieser Faktor um 1 erhöht und so auch anschließend die Punktzahl, die anschließend eben für den Highscore zählt. Hier oben kam jetzt zum Beispiel die Nachricht, dass ich eine Mission erfüllt habe. Meine Mission war in diesem Fall, dass ich mich unter 20 Barrieren hindurchducken sollte. So, nun habe ich besondere Schuhe bekommen, mit denen ich hochspringen kann. Das heißt, dass ich auch ganz normal auf die Züge aufspringen kann, ohne erst diese Rampen hochlaufen zu müssen. Nun sind sie aber leider auch schon wieder weg. Also je weiter Sie kommen, desto schneller wird es natürlich, desto mehr Züge werden auf Sie zufahren kommen und vor allem auch desto schneller sind diese. Die Reaktionszeiten werden also immer kürzer. So, das war's leider auch schon in diesem Versuch. Nun möchte ich Ihnen aber mal zeigen, was Sie mit den eingesammelten Münzen machen können. Wenn Sie hier auf Shop tippen, so sehen Sie, es gibt hier Sachen, die können Sie einmal benutzen und gegen Münzen eintauschen, wie zum Beispiel ein Hoverboard, das Sie bei einem Aufprall mit einem Hindernis schützt. Zum Beispiel können Sie aber auch schon mal ein Stück weiter vorne starten. Sie können hier auch beispielsweise eine Mission auslassen. Dazu erzähle ich Ihnen gleich noch etwas mehr.
Bei den Upgrades können Sie sagen, wie oft bestimmte Sachen im Spiel auftauchen sollen. Wenn Sie hier zum Beispiel für diese 1500 Spielmünzen den Magneten upgraden, so wird der Magnet häufiger im Spiel für Sie auftauchen. Auch können Sie hier verschiedene Charaktere freischalten. Hier oben sind eben die angesprochenen Missionen. Es sind immer drei Missionen gleichzeitig. Bei mir gab es jetzt zwei Missionen, die ich schon erfüllt habe. Die eine war eben, dass ich unter 20 Barrieren mich ducke. Die andere war 6000 Punkte in einem Versuch zu erzielen. Und die dritte Mission wäre eben, eine Daily Challenge zu vervollständigen. Das ist das hier oben. Wenn ich diese Mission erfüllt habe, diese drei, dann wird sich eben mein Multiplikationsfaktor von 4 auf 5 heben. Ja, das war es eigentlich auch schon soweit. Das Spiel gefällt mir als Temple-Run-Alternative sehr gut. Ich finde, das Spiel ist auch wirklich sogar noch besser als Temple Run. Vielleicht gefällt es Ihnen ja auch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Schlanker. So wie Sie sehen, es ist auch ganz schön schmutzig, deswegen einfach hier drauf. Anschließend unten auf Teilnehmen. So, um nun den Apparat zu bauen, eine Wolke nach da drüben. Da, wenn die hier runterfallen würden, könnten die natürlich wieder.